Dieses Video ist jetzt Tag 2. Tag 1 haben wir nicht gefilmt, nur so ein paar Ausschnitte, die werden jetzt nochmal eingespielt. Ja, wir waren auf der Suche nach einem anderen Lost Place, eigentlich waren mehrere Lost Place Videos geplant, doch das hat sich leider sehr schnell zerschlagen, da dieses Lost Place nicht mehr vorhanden war und wir uns stattdessen in einer alten, ja, wir würden sagen Angelheim oder irgendwie sowas ähnliches muss es gewesen sein. So eine Gartenanlage haben wir uns niedergelassen, hier sind nochmal ein paar Fotos. Haben wir gut gespeist und ja, jetzt geht's mit vollem Magen wieder auf den Bock und nach Homberg zum verlassenen Krankenhaus. Viel Spaß beim Video. Rein und gucken, was wir mal so alles finden. Also würde ich sagen, kommt mit. Wie man hier auch schon sieht, viele Fenster sind eingeschlagen und ja, nicht nur Fenster, Türen sind aufgebrochen und da hat die Stadt dieses Gebäude für rund 1 Million Euro gekauft. Heißt, das ist jetzt ein Gemeindegebäude. Und ja, wir werden mal gucken, ob wir hier reinkommen, ohne irgendwas kaputt zu machen. Also vielleicht kommen wir durch irgendeine Fensterscheibe, die kaputt ist. Aber wir wollen hier wirklich nichts beschädigen. Und ja, ihr seht, da sind schon Fenster, wurden schon zugemacht. Und ja, hier unten ist auch schon der Bauzaun umgeworfen. Und so werden wir jetzt auch hier in das Gebäude reinkommen, weil der Bauzaun liegt bereits und ja. Ich bin jetzt im Gebäude und Luca gibt mir jetzt den Gimbal. So. Und ich mache euch mal Licht ein bisschen an. Und Luca kommt jetzt auch rein. Und ja. So, Luca hat sich jetzt entschieden, draußen quasi Wache zu halten und wir gucken jetzt hier erstmal rein, ja, wie es hier drin aussieht. Hier sind auf jeden Fall, wurde schon alles zerscheppert, hier wurden schon die Kabel geklaut. Ihr seht, hier wurde versucht, schon die Scheiben einzuschlagen von draußen oder hier reinzukommen. Heizungsrohre, alles wurde hier geklaut, was es hier noch zu klauen gab. Wir sind jetzt hier im Flur wahrscheinlich des Gebäudes. Ist auf jeden Fall ein riesiges Areal. Wir fliegen auch nachher nochmal mit der Drohne drüber und gucken mal, wie es hier aussieht. Und ich würde sagen, ich filme jetzt mal ein bisschen ein paar Details. Wir haben auf jeden Fall hier den ersten Raum jetzt. Und ja, ich würde sagen, das hier war für die Pfleger und so alles. Alles abgeschlagen, was abzuschlagen geht. Brandschutztür. Irgendwo hier in diesem Keller muss es gebrannt haben. Und das befindet sich auch hier. Das habe ich nämlich schon gesehen. Hier wurde ein Feuer gelegt. Und dabei ist auch alles abgebrannt. Ist auch ein Grund für, ja, dafür, dass es nicht mehr erneuert wurde. Ihr seht hier, die ganzen Decken sind schwarz, voller Ruß, außer Betrieb. Und ja, hier hat es auf jeden Fall einiges gebrannt. Aber wir wollen jetzt mal weitergehen und gucken, was es hier noch so Schönes gibt. Hier war wahrscheinlich die Anmeldung. Dann müsste ja hier vorne auch der Eingang sein. Wenn man sich vorstellt, dass hier vor ein paar Jahren noch, also jetzt ein paar Jahren ist ein bisschen zu wenig, aber früher hier Patienten lagen, Sterben lagen und alte Menschen und für Menschen in dieser Klinik hier geholfen wurde und dann geht hier sowas so schnell zu Ende. Das finde ich persönlich ist schon
Sehr komisch. Hier wurden auch alle Kabel da aus dem Sicherungskasten geklaut. Das ist ja jetzt Gebäude A, also das Hauptgebäude. Und hier war halt, wie gesagt, die Anmeldung. Und dann ging es hier los. Und hier waren dann wahrscheinlich die notdürftigen Zimmer. Und dann ging's hier. Wir haben jetzt hier den Raum wahrscheinlich. Die Spinde waren hier von den Ärzten und Pflegern und den Krankenschwestern. Hier haben wir einen Raum. Außer Betrieb, ist auch zu. Wasser raus. Hier ist wahrscheinlich noch ein Fenster, wo man auch reinkommt. Aber ihr seht halt hier schon alles sehr kaputt. Sehr viel wurde hier schon rausgemacht. Ich kann diesen Ort jetzt auch nicht richtig zuordnen. Aber hier wird auch so ähnlich was gewesen sein. Hier eine mega starke Tür. Sieht auf jeden Fall aus wie eine richtig starke Brandschutztür. Und hier sind wir jetzt wahrscheinlich in der Küche angekommen. Hier wurde mal für die Patienten das Essen gemacht. Hier wurden die Automaten schon komplett auseinandergenommen. Vom Heizungskeller. Hier waren auf jeden Fall einige Kabeldiebe am Werk. Hier aus dem Raum rausgezogen. Und an sich wird dieses Gebäude auch abgerissen. Man weiß noch nicht wann. Vor allen Dingen wegen dem Brand hier. Jetzt sind wir hier einmal rumgelaufen. Vor allen Dingen wegen dem Brand konnte man das nicht mehr aufbauen. Das ist hier auch eine Asbestklinik. Also hier ist sehr viel Asbest in dieser Klinik noch erhalten. Das erschwert nämlich auch nochmal die ganze Lage. Das halt jetzt nochmal zu renovieren, das würde sich halt nicht lohnen. Weil halt alles mit Asbest ist und das alles rauszureißen, da ist es günstiger, das abzureißen, aber der Abriss soll um 1 Million Euro kosten und das ist halt für die Stadt zu teuer. Was haben wir hier für Zentren? Hier haben wir jetzt Dr. Menz, Röntgen, Endoskopie. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zum Röntgen. Unsere Endoskopie. Das alles hier durchzulaufen. Ich muss auf jeden Fall Abbruch. Der Luca hat mir gerade geschrieben. Das ist eine Frau. Die läuft die ganze Zeit hoch und runter. Thank you.
Wie ihr seht, so schnell kann es gehen. Wir sind auf Nummer sicher gegangen, weil auf jeden Fall eine Frau da die ganze Zeit stand. Das kann Luca auch bezeugen. Und dann sind die auch die ganze Zeit Autos vorbeigefahren. Das Problem ist, ihr werdet es gleich auf den Aufnahmen sehen, auf den Luftaufnahmen, das ist hier wirklich, direkt da unten sind die Wohnhäuser. Und weil da unten die Wohnhäuser sind, ist das Problem, wenn man einen sieht mit einer Taschenlampe oder so am Fenster. Wir haben ein paar Aufnahmen von drinnen, besser als nichts. Und ja, zum Beispiel könnte ich jetzt hier auch rein, ohne den Zaun zu betreten oder zu berühren. Und laut Regelwerk wäre das dann kein versuchter Einbruch bzw. kein Hausfriedensbruch. Wenn ich das Gebäude betrete und etwas kaputt mache, dann ist es versuchter Einbruch. Wenn ich das Gebäude betrete und durch ein Fenster, zum Beispiel jetzt durch das Fenster da steige, dann ist es Hausfriedensbruch. Wenn ich jetzt die Fensterscheibe kaputt mache, ist es Sachbeschädigung. Natürlich kommt das immer zu Richter auf Richter an und man hofft natürlich, dass sowas feingelassen wird. Und hier ist halt das Problem, dass die Rückseite vor allen Dingen besonders schon beschädigt wurde. Und man sieht es auch hier, es wurde alles schon zugekleistert mit USB-Siebdruckplatten und Stahlplatten. Hier genauso. Ist auf jeden Fall ein echt mächtiges Gebiet. Ich gucke nochmal, ob ich finde, wie viel, wie viel Quadratmeter das ganze Gebäude hat. Und was damit jetzt passieren soll. Laut der HNA sollte das eigentlich schon vor 3 bis 4 Jahren abgerissen sein. Und ja, hier sieht man so ein paar Stellen, wo sie oft versuchen reinzukommen und dann halt hier mit Steinen das bewerfen. Finde ich halt schade, weil ich persönlich finde es cool, sowas sich anzugucken. Aber ich finde es schade, wenn die Leute sowas zerstören. Hier ist, wie gesagt, auch noch komplett alles abgezäunt, weil das ist ein echt großes Gebiet. Wir haben hier noch 2 Gebäude. Da unten ist auch noch eine Elternschule. Wo auch die Agentur für Arbeit mal drin war. Und ja, von hier aus sieht man auch noch mal echt gut, dass wirklich viele Fensterscheiben schon kaputt sind. Diese wurden dann immer noch mal geflickt, in der Hoffnung, dass das Gebäude halt noch mal renoviert wird. Vorne halt vom NZ der Eingang. Hier, wo wir jetzt laufen, war wahrscheinlich die Zufahrtsstelle vom Krankenhaus. Aber man weiß es nicht genau. Auf dem Boden liegt die Sägespäne und auch hier ein gutes Beispiel, da sind Spatenbretter vor den Türen und Fenstern und das wurde wahrscheinlich erst vor ein paar Wochen, Monate zugemacht und befindet sich jetzt auch hier in diesem eingezäunten Gebiet. Hier würde man zum Beispiel auch gar nicht mehr ohne Gewalt reinkommen, aber da sieht man Familien- und Elternschule. Ich werde auf jeden Fall ein paar Sachen raussuchen darüber noch. Werde die euch unten hinschreiben. Und ja, ist auf jeden Fall hier das Gebiet. Müssten so wahrscheinlich um die, ja, betreten, verboten. Hier ist das mit dem Asbest. Das ist das hier mit dem Asbest. Da die Fensterbänke, sieht man auch, die sind noch aus Asbest. Und hier steht auch betreten verboten, Gesundheitsgefährdung.
Ich verstehe auch nicht, warum halt irgendwelche Sachen kaputt gemacht werden. Und hier seht ihr jetzt, da unten ist gleich das erste Gebäude. Und von dem Gebäude aus kann man perfekt hier reinschauen. Von der Straße aus sieht man, ich bin ja hier lang gelaufen. Da bin ich ganz hinten an der Wand gelaufen, weil man es einfach sieht. Und ja, hier wurden wahrscheinlich früher die RTWs geladen, schätze ich mal. Mit Starkstrom, ein paar draußen. Da gibt es Hallen. Das waren die Hallen, wo wir drinnen waren. Jetzt weiß ich auch, wofür die Hallen waren, wo wir drinnen waren. Da war ja auf dem Boden solche Abtopfgitter. Und das waren dann quasi die Garagen für die RTWs. Also anders könnte ich es mir jetzt nicht vorstellen. Aber es war halt, wie gesagt, sehr verfallen drinnen. Und ja. Ist auf jeden Fall ein echt großes Krankenhaus. Und ist halt aber leider mit der Pest verseucht. Hier unten die Räume, die sehen sogar noch ganz gut aus. Da halt auch Jalousien davor sind. Und das Hauptgebäude wurde zuerst geschlossen. Und nachdem das Hauptgebäude geschlossen wurde, wurde dann auch dieses und das hintere geschlossen, weil in diesem Gebäude war und gab es auch schon einen Wasserschaden, dann gab es den Brandschaden und all diese Sachen haben dann dazu geführt, dass dieses Gebäude hier geschlossen wurde. Aber ich würde sagen, das war auf jeden Fall mal ein schöner Trip hierher. Jetzt würde ich sagen, geht es aber noch Fritzlar. Da haben wir von einem Freund von uns gehört, dass da ein altes verlassenes Förderband sein soll, Kiesgrube. Und da würde ich sagen, geht es jetzt mit dem Fahrrad nochmal 20 Kilometer hin. Let's go, wir sehen uns, wenn es wieder auf den Bock geht. Heute ist auf jeden Fall nicht so unser Tag. Zeig mal kurz. Voll hier oben. So, Luca ist gerade hier gegen gelaufen. Und ja, wir haben jetzt hier unsere Sachen. Haben hier auch gerade alles frei gemacht. Nur, wir haben gerade gesehen, dass hinter uns, also genau da hinten, noch die Kiesgrube anscheinend in Betrieb ist. Und ich würde sagen, wir treten jetzt den Weg zum Bahnhof an. Aber gegessen wird trotzdem noch am Bahnhof. Glück war heute nicht mit uns. Zwei Lost Places waren irgendwie nicht wirklich verlassen, beziehungsweise das eine war zu nah drinne im Gebiet. Ist zwar jetzt doof und wir müssen jetzt hier die ganzen Sachen wieder einpacken. Ich filme das gerade auch nur mit dem Handy einfach so. Aber dann reden wir nochmal über die App auch, die wir benutzen für die Lost Places. Irgendwie ist das nicht so die geilste. Also das hier ist, wie gesagt, wurde jetzt eröffnet. Vielleicht wurde die App auch nicht aktualisiert, aber mal gucken. Ich würde sagen, wir bringen jetzt die Sachen runter, bringen hier ans Fahrrad und dann fahren wir zurück.